Ob der Industriemeister eine gute Investition ist, darüber sprechen wir in diesem Video. Häufig wird darüber diskutiert, ob der Industriemeister eine gute Investition ist. Macht eine Weiterbildung Sinn? Wie sieht das mit dem aktuellen Arbeitsmarkt aus? Da gibt es ganz unterschiedliche Diskussionen und in dem heutigen Video möchte ich mit dir mal ein bisschen über das Thema Rendite sprechen, über das Thema Investition. Deswegen der Titel lautet, hier steht er auch, Rendite Industriemeister. Vielleicht zu Beginn nochmal, was bedeutet das Wort Rendite? Rendite ist, wenn du bereit bist, etwas zu investieren in ein Sparbuch, wie viel Geld bekommst du daraus? Anderes Wort ist auch Zinsen. Oder du kaufst ein Haus und möchtest das renovieren und dann vermieten, dann bekommst du ja Mieteinnahmen. Und auch da kann man von einer Rendite sprechen. Das heißt, wie viel Prozent bringt mir das eigentlich? So, und wie ist das beim Industriemeister? Das gucken wir uns jetzt mal an. Und ich möchte dir an dieser Stelle das Ganze mal als Übersicht darstellen. Und ich habe dir, damit du das Ganze verstehst und auch so ein bisschen besser greifen kannst und vergleichen kannst, habe ich dir so drei Szenarien aufgebaut. Das eine ist ein Sparbuch, das andere ist die Vermietung von einem Haus und das nächste ist ein Industriemeisterkurs. So, fangen wir an mal mit einem Sparbuch. Beim Sparbuch spricht man in der Regel nicht von Rendite, sondern von Zinsen. Und ja, hast du dir mal Gedanken gemacht, wenn du jetzt sparen würdest, du würdest jetzt jeden Monat, keine Ahnung, 100 Euro weglegen, 200 Euro weglegen, schaffst du es vielleicht 500 Euro wegzulegen? Keine Ahnung. Überleg mal, wenn du Geld weglegen würdest, wie hoch wären die Zinsen, die du dafür bekommen würdest? Ich habe eben vor dem Video mal gegoogelt und mal geguckt, da gab es verschiedene Angaben. Ich mache jetzt mal eine Annahme und sage, du bekommst hier für dein Sparbuch, nehmen wir mal an, du bekommst 3% für dein Sparbuch. Alles, was du aufs Geld, auf dein Sparbuch anlegst oder Festgeld, Tagesgeldkonto anlegst, da bekommst du 3% drauf. Ist jetzt eine Annahme, wird jetzt von Bank zu Bank variieren, variiert auch vom Zeitpunkt. Das heißt, das Video wird jetzt hier aufgenommen im Juni 2024. Zinsen steigen, fallen, ist immer unterschiedlich. Okay, also erste Investitionsmöglichkeit für dich ist ein Sparbuch, ich lege Geld an, 3%. Jetzt machen wir ein anderes Beispiel, du kaufst ein Haus. Sagen wir, du kaufst das für 300.000 Euro. Das sind deine Investitionskosten, ich sage jetzt mal, inklusive Kaufnebenkosten, mit allem drum dran. 300.000 Euro hast du investiert. So, was bekommst du jetzt an Ertrag von deinem Haus? Du hast da jetzt ein Haus gekauft, was kriegt man für 300.000 Euro? Ein Mehrfamilienhaus? Ja, eher schon nicht, ne? Eher ja, ein einzelnes Haus, ein Reihenhaus oder ja, vielleicht zwei Wohnungen, keine Ahnung. Sagen wir es ein Haus und du kriegst dafür 1.100 Euro Mieteinnahmen. Ich habe jetzt extra einen Taschenrechner genommen. Netto-Mieteinnahmen, aber diese 1.100 rechnen wir mal 12. Dann bekommst du jährlich von deinem Mieter, wenn du das vermietest, 13.200 Euro Mieteinnahmen. So, und wie rechnet man jetzt die Rendite aus? Du rechnest deine jährlichen Einnahmen geteilt durch deine Investitionskosten. Das tun wir jetzt. Und da kommt raus 4,4% Rendite. Das ist, was da rauskommt. Im Übrigen ist es so, wenn man von einer Investition spricht, sei es egal, um welche Investition es geht, gibt es immer so eine magische Bauchgefühlsgrenze. Und das sind die 4%. Wenn deine Investition kleiner 4% ist, dann lass die Finger davon. Ja? Warum? Du musst ja auch noch Inflation mit einrechnen. Ne? Je nachdem, wie hoch die Inflation ist, 2% oder mehr, schrumpfen die ja natürlich auch wieder. Ne? Die 4,4 werden von der Inflation weg oder runtergeschrumpft. Deswegen, man sagt, so 4% muss es mindestens bringen. Wenn es keine 4% bringt, denk gar nicht drüber nach. Dann gibt es auch das ganze ETF-Thema, ETF-Aktien und sowas. Also ne, ETFs sind keine Aktien, aber ETFs gibt es. Kriegst du 6%, 8%. Also je höher die Zahl ist, desto cooler ist das. Und jetzt kommen wir zum Industriemeisterkurs. Was bringt dir der Industriemeister?
Wir machen eine Annahme, dein Industriemeisterkurs kostet 10.000 Euro. Wir machen jetzt die Annahme, du bekommst das, du beanspruchst kein BAföG, du machst das als kompletter Selbstzahler, ja, komplett alleine. Was bekommst du jährlich daraus? Jetzt können wir verschiedene Zahlen da mal einsetzen. In einem anderen Kundeninterview, was wir hier schon mal auf unserem Kanal online gestellt haben, hat ein Kunde danach 10.000 Euro brutto mehr Jahresgehalt gehabt. Andere Kunden haben so ungefähr 5.000 Euro brutto mehr Jahresgehalt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du in deiner eigenen Firma oder mit einem neuen Job aufsteigen kannst. Jetzt machen wir mal, wir rechnen einfach mal. Sagen wir mal, du bekommst 8.000 Euro. 8.000 Euro mehr brutto Jahresgehalt. So, eigentlich ist es schon total dämlich, das hier im Taschenrechner einzutippen. Vor allem, wenn man selber Industriemeister ausbildet. Wir machen es trotzdem, dass wir auf gar keinen Fall einen Fehler im Video machen. Wie bei der NTG-Prüfung, immer schön eintippen. Was hast du hier für eine Rendite? 80%. Sei dir mal dessen bewusst, du investierst 10.000 Euro in eine Weiterbildung und schaffst dadurch jährlich 8.000 Euro mehr Bruttogehalt. Das entspricht einer Rendite von 80%. Geil, ne? Ich weiß jetzt schon, die Kommentare, die kommen, ja, Stefan, das ist aber brutto, netto kommt viel weniger an, da kommt der Vaterstaat. Ja, jetzt kommt der Vaterstaat, dann nimmt der Lohnsteuer weg. Jetzt hast du nur 4.000. Und was hast du jetzt? 40% Rendite, immer noch 40% Rendite auf deine Weiterbildung. Natürlich machen wir das Ganze jetzt am Beispiel vom Industriemeisterkurs, weil wir einen Industriemeisterkanal haben. Aber das hat auch wenn du ein Studium machst, du machst ein Bachelorstudium, ein Masterstudium, keine Ahnung, egal was du machst, das Modell basiert ja oder funktioniert ja bei allem. Und jetzt nochmal für alle, die da draußen überlegen, lohnt sich der Industriemeister? Du musst ja nicht direkt diese fetten Sprünge machen, 10.000, 15.000 Euro mehr Jahresgehalt. Kann man machen, muss man nicht machen. Ja? Wir haben jetzt mal hier mit 8.000 gerechnet. Und selbst wenn wir können jetzt nochmal niedriger rechnen, ne? Wir rechnen das jetzt nochmal pessimistischer, wir machen es jetzt nochmal schlechter. Wir nehmen dafür mal das Grün. Wir sagen mal, du schaffst es. Komm, ich mach's hier weg. Du schaffst es im Jahr pessimistisch 3.000 Euro brutto mehr Jahresgehalt entspricht 1.500 Euro. So, machen wir wieder 1.500 durch 10.000, geht im Kopf. Aber machen wir trotzdem fürs Video, dann will ich ja keinen Fehler einbauen. Ja, wenn du es schaffst, dein Jahresgehalt auf 3.000 Euro zu steigern, 3.000 Euro mehr Jahresgehalt, und jetzt kommt der Vaterstaat und das bleibt übrig, dann hast du immer noch 15% Rendite. Und jetzt frage ich dich, welches Sparbuch, welches Tagesgeldkonto gibt dir 15% Zinsen? Was ist das Beste, was du in deinem Leben tun kannst, in deine eigene Weiterbildung, in dich zu investieren? Du bist die beste Investition, die es gibt. Ja, deswegen will ich es nochmal dich ermutigen. Und worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, das haben wir in anderen Videos schon gemacht, ist das Thema staatliche Förderung. Das war jetzt ein Szenario, wo du das aus deinem eigenen Tasche rausholst, von deinem Sparbuch und das investierst. Und jetzt überleg dir, du bekommst es sogar vom Staat bezahlt. Ja, was ist das denn? Was ist das denn für eine Rendite? Wie soll man das dann rechnen? Die Rendite, also das, was du investierst, ist eigentlich nur ein Jahr Lernzeit. Ein Jahr Lernzeit. Du investierst ein Jahr und dann schaffst du es hier zu gigantischen, bombastischen Renditen. Und bei deiner Lernzeit ist es noch so, du brauchst einen richtigen Bildungsträger, dass du nicht
dein Privatleben an die Meisterschule anpassen musst, sondern dass du die Meisterschule in dein Privatleben integrieren kannst. Und genau das machen wir. Bei uns ist es nämlich so flexibel, dass du lernen kannst, wann du willst, wo du willst, wie schnell du willst. Ja? Das Ganze noch gepaart oder untermauert mit einer persönlichen Betreuung 7 Tage die Woche. Das heißt, wenn du jetzt immer noch die Frage hast für dich selber, lohnt sich es, Industriemeister zu machen? Du kannst ja auch dein Geld auf dem Sparbuch anlegen, kannst du machen. Du kannst dir hier übrigens auch sehr viel Zeit, ein Haus kaufen, renovieren. Du kannst dich auch sehr viel mit so einem Haus beschäftigen, plus dann mit den Mietern, die da nur Ärger machen. Ja, das kannst du auch machen. Oder du sagst einfach, pass auf, du investierst in dich selbst, machst eine Weiterbildung zum Industriemeister. Wenn du wissen willst, wie man Industriemeister wird, melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Vielleicht sehen wir uns bald im Unterricht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.